Hey Leute, heute ist ein neuer Tag logischerweise und wir gehen nach Odaiba. 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 Odaiba ist eine künstlich erschaffene Insel aus Müll. Aber ist wohl auch so ein bisschen Technologie, Entertainment Viertel, whatever. Wir werden es rausfinden, wenn wir da sind. Gilt auch als Romantikviertel. Ja. Deswegen geht er aber nicht mit mir dahin. Genau, ich will nur ins Casino, weißt du. Genau, das wollen wir uns mal angucken, weil Odaiba wohl recht interessant ist und auch ein paar Kaufhäuser hat. Mal gucken. Wir sind jetzt hier angekommen und sitzen vor der Joypolis von Sega und ich habe mir so einen komischen Drink gekauft, der aussieht wie Milch, aber es ist angeblich Fruchtsaft. Mal gucken. Ja, Micha testet das zwar. Ich habe mir ein Eis geholt. Wie immer. Seit wir hier sind, ist sie super viel Eis. Ja, sowieso irgendwie alles. So sieht das aus. Da hast du eine harte Vanilleschicht dran. Und? Ist es Milch? Schmeckt wie Seife. Echt jetzt? Wir wussten nicht, was das ist. Darf ich mal probieren? Schmeckt nach Chemiephysik. Chemiephysik. Aber gar nicht so schlecht. Ist gut. So, wir sind jetzt in die Joypolis gegangen. Und zwar ist es so ein kleines Vergnügungscenter von Sega. Ja, sehr cool. Sind wir gerade drüber gestolpert? Ja. Wir hatten das vorher schon mal gesehen und jetzt sind wir hier einfach mal reingelatscht. So heißt das, falls das gerade scharf steht. Bin gespannt, was da genau es kostet. 3.900 Yen, beziehungsweise wenn man seinen Passport vorzeigt, dann nochmal 300 Yen weniger. Das haben wir natürlich direkt gemacht. Und ich bin echt gespannt, was uns da erwartet und was da so für Attraktionen sind. Mal gucken! Wir sitzen hier gerade außerhalb auf einem Balkon mit sehr schöner Aussicht auf Tokio und Nadine lässt sich Pommes schmecken, die aber leider kotig schmecken. Kotig? Ja, kotig. Mit viel frittierter Kot. Nicht, dass ich wüsste, wie das schmeckt, aber das ist immerhin Heinz Ketchup und Heinz Senf und die haben hier sogar Flensburger Importbier. Für 1050 Yen die Flasche, das sind ungefähr 9 Euro oder so. Und wie findest du es bisher hier? In der Joypolis? Naja, wir haben bis jetzt noch nicht ganz so viel gesehen, weil hier sind auch Schlangen, leider. Aber die haben ganz viel unterschiedlichen Kram. Also, wir haben eine Attraktion von Tokyo Ghoul mitgemacht. Wer den Anime kennt, das ist eine sehr gute Serie. Das war ganz lustig. Dann haben wir gerade einen Film gesehen. War das lustig? Naja, es war lustig, weil die halt so Live-Actor hatten. Und weil die so mit Hologramm, sag ich mal, gearbeitet haben. Das heißt, man ist so reingekommen und dann war direkt am Anfang eine Bar. Und da saß dann halt quasi eine aus dem Anime in Lebensgröße. Und das war ziemlich cool gemacht. Und da waren halt auch ganz viele Jugendliche und so drin und die sind voll durchgedreht und haben sich voll erschrocken und keine Ahnung. Dann haben wir noch irgend so ein Sonic-Baller-Spiel gespielt. Da sind wir wirklich das Erste geworden, aber mit Film ist halt immer schwierig, das darf. Wir haben alle abgezogen. Genau. Die ganz kleinen Kiddies haben geheult, weil Micha sie abgezogen hat. Da haben wir gerade noch einen Kinofilm geguckt, kurz. So 4D-mäßig quasi. So mit, keine Ahnung, Luft ins Gesicht und der ganze Boden hat gewackelt. Und das war aber echt gut, das war wirklich so Erdbeben-mäßig. Damit kennen die Japaner sich anscheinend aus. Oh Gott, das war böse. Auf jeden Fall war es gut. Ja, und wenn man den aufgegessen hat, dann werden wir hier auf jeden Fall noch so ein bisschen drin rumstromern, noch ein paar Geschäfte mitnehmen, denn das Ganze hat, glaube ich, bis 22 Uhr offen. Das heißt, man kann hier echt eine Weile bleiben. Und das werden wir auch machen. Leider kann man aus den Attraktionen immer nicht so filmen, weil das da drinnen nicht erlaubt ist. Aber ich versuche trotzdem so von außerhalb immer ein bisschen euch ein paar Eindrücke zu verschaffen. We'll be right back.
So, es ist jetzt schon etwas dunkler geworden, als wir hier drinnen waren. Ich weiß gar nicht, 18 Uhr ist es jetzt, glaube ich. 18 Uhr irgendwas. Und Nadine ist gerade... Dippin'Dot. Das sind so Eiskugeln. Ich habe eine Sorte genommen. Die schmeckt nach Kaugummi. Voll geil. Micha mag das nicht so, ich find's geil. Ja, es schmeckt wirklich nach Kaugummi. Und hier sieht man gerade wunderschön im Hintergrund das beleuchtete Tokio und die Rainbow Bridge. Wir sind jetzt von der Joypolis lustigerweise wieder in einem Restaurant gelandet. Und vielleicht könnt ihr euch denken, wenn ihr die Herdplatte in der Mitte seht, wo wir sind. Ja, das ist nämlich quasi das gleiche Restaurant, nur an einem anderen Standort. Und ein bisschen größer. Ja, und es ist sehr viel größer als das letzte Mal. Und wir essen heute wieder Shabu-Shabu. Heute mit einer Herdplatte. Scheint, letztes Mal hatten wir so ein Gasding. Ja, und es hat uns letztes Mal so gut geschmeckt, dass wir es unbedingt nochmal machen wollten. Dass wir es nochmal machen wollten. Heute ohne Yoshi. Der muss wahrscheinlich auch noch arbeiten, jetzt ist er voll spät zu Hause. Und wir dachten uns jetzt so nach dem Tag, okay, chillen wir mal. Dafür wieder mit All You Can Eat. Hier ist der erste Gang quasi. Ihr seht hier das Wasser, hier ist der Kombo-Seetang drin. Und Nadine hat ihre Tomatensauce. Ja. Dann haben wir hier natürlich unser Beef und unser Chicken darunter. Und hier den Salat, den man reinwirft. Und hier ist noch ein anderer Salat. Und das weiß ich nicht, was das ist. Das ist neu. Ich habe keine Ahnung. Das sieht aus wie Hackfleisch. Und das macht mir Angst. Und ich weiß nicht, ob man das so essen kann. So Leute, auch wenn es jetzt unsere letzte Runde ist, dachte ich mal, wir zeigen euch einfach mal, wie das hier genau funktioniert. Man bekommt nämlich also einen Stapel mit Boxen und da ist Fleisch drin. Ihr seht das hier schön. Schön leckeres, geiles Fleisch. Das ist übrigens Rind. Das holt man sich dann am Rande. So, dann haben wir diesen Topf. Der sieht jetzt schon etwas mit Pilzen gefüllt aus, beispielsweise hier. Da koche ich gerade noch so leckere Irgendwas-Pilze. Da kann man alles Mögliche reinschmeißen, auch Frühlingszwiebeln. Hier gibt es tatsächlich so zwei Dashis, zwei verschiedene. Das ist eine Tomatendashi, die hat Nadine gehabt. Jo, die war geil. Und ich hatte die Standard-Dashi, da sind einfach so ein paar Algen drin quasi. Dann gibt es aber noch auch andere, die man wählen kann. Oh Gott, ich versuche mal näher zu gehen. Die kann man alle wählen, haben wir nicht gemacht, aber ist egal. So, und im Endeffekt ist das Kochen dann, und ihr kocht euch das selber am Platz, indem ihr dann einfach hier das Fleisch nehmt, das Geile, und dann schön reinwerft und quasi wartet, bis es fertig ist. Eigentlich genau. Kann man es jetzt quasi schon rausnehmen. Es gibt Leute, die ziehen das einfach nur kurz genau, durch und also die essen es dann halt schon. Essen, tatsächlich. Ich lasse es jetzt nochmal einen Augenblick drin, aber das ist gleich fertig. Zwischendurch kann man sich dann noch Pilz nehmen. Man hat dann auch zur Auswahl zwei Soßen, und zwar einmal die Ponzo-Soße. Das ist eine Soja-Limettensoße. Genau. Und dann hat man einmal diese, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die. Das ist Sesamsoße. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Wir haben versucht, sie nachzumachen zu Hause. Es hat überhaupt nicht geklappt. Ja, und da seht ihr, dann holt man das raus. Ich bin mal gespannt, wie du das riesige Stück in deinen Mund schaffst. Dann macht man das dann in seine Soße und dann kann man das essen. Los, ist es. Nein. Ist es für uns. Komm, die Community möchte, dass du dieses Stück Fleisch jetzt isst. Oh, Micha, jetzt sei doch kein Frosch. Herzlich verbrüht. So, da wir es gestern Abend leider vergessen haben, noch zu machen, machen wir es jetzt einfach heute, quasi für euch in 2 Tagen. Ja, wie fandest du den Tag gestern? Ich fand ihn ganz cool. Wir waren ja in der Joypolis und ich muss sagen, also es ist irgendwie cool, aber wir haben jetzt halt irgendwie so, keine Ahnung, 32 Euro bezahlt Eintritt, damit wir halt alle Attraktionen nutzen können, und das war einfach zu voll. Wir konnten nicht alles machen. Hätten wir niemals geschafft, teilweise hätte man 1,5 Stunden warten müssen. Die Sachen, die wir gemacht haben, waren natürlich cool. Aber ich weiß nicht, das Problem ist, wenn man nicht Japanisch kann, machen viele Sachen keinen Sinn. Wir hatten zum Beispiel diese Attraktion mit Tokyo Ghoul. Da haben die irgendwie eine Geschichte erzählt und der Typ hat halt auch auf Japanisch auf uns eingeredet. Netterweise aber auch auf Englisch teilweise. Der hat halt so die wichtigsten Sachen dann auch mal auf Englisch gesagt. Aber Es hätte natürlich einen besseren Effekt gehabt, wenn wir verstanden hätten, was sie da labern und worum es überhaupt geht. Ja, und das Essen war natürlich super lecker. Shabu Shabu wird echt eins meiner Lieblingsessen überhaupt. Hat gut. Und du wirst es nie wieder essen, weil haben wir nicht in Deutschland. Ich mach das zwar selber. Jetzt weiß ja, beim ich letzten Mal haben wir gefailt. Ja, aber da wusste ich auch nicht, wie es schmecken soll. Und da wusste ich auch nicht, was da so drin ist. Also wir machen es einfach nochmal und ansonsten fliegen wir einfach nochmal nach Japan. Genau, weil es so günstig ist. Ja, und dein Fazit? Ich fand's cool.
Wow. Micha ist immer so redselig, aber ich habe ja auch genug gelabert, ne? Ja, echt mal. 1:43 schon. Oh, nee, Mann. Aber war wirklich cool. Also ich fand Joy Polos auch nice. Ich glaube, man hätte auch fast alles schaffen können, auch wenn Nadine da anderer Meinung ist. Naja, wir aber das Ding ist, müssen. Ja, so viel früher hat es ja gar nicht aufgemacht. Aber man hätte ja bis 22 Uhr Zeit. Wir sind ja jetzt schon um 19 Uhr gegangen. Und haben uns ja auch nicht mehr irgendwo angestellt, großartig, außer beim Kreppmann, der dann nicht fertig wurde. Es war ein Mann am Kreppstand und der war so langsam. Es hätte quasi länger gedauert, als an der Achterbahn anzustehen. Ja, leider. Aber wir haben dann auch keinen Krepp gekauft, wir sind dann einfach gegangen. Na gut, ja, das war's aber auch fürs heutige Video, beziehungsweise für das gestrige Video, denn heute kommt noch ein anderes Video. Oh je. Videoception. Ja, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer gerne einen Daumen nach oben. Und wir würden uns immer freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.